Der Digitalreport 2021 untersucht und analysiert, wie es um die Digitalisierung in Deutschland bestellt ist. Herr Professor Meißner, alle Welt spricht von einem sogenannten Digitalisierungsschub durch die Covid-19-Pandemie. Ist das auch das Ergebnis Ihrer Studie? Leider nein. Unsere Studie zeigt, dass es in Deutschland keinen Digitalisierungsschub durch die Corona-Krise gibt und dass die Bevölkerung insbesondere sehr kritisch sind im öffentlichen Bereich. Und das ist ja auch etwas, was wir erlebt haben beim Thema Digitalisierung bei Gesundheitsämtern oder auch beim Thema Homeschooling. Lassen Sie uns da etwas konkreter werden. Wo sieht die Bevölkerung die größten Defizite bei der Digitalisierung in Deutschland? Die größten Defizite sind vor allem bei Behörden zu finden. Wie gesagt, Schulen, auch andere Verwaltungseinrichtungen kommen sehr schlecht weg. Insgesamt ist der öffentliche Bereich deutlich schlechter bewertet als zum Beispiel die Wirtschaft oder auch die Wissenschaft. Wie steht es um das digitale Profil von Parteien und Regierungsmitgliedern? Das haben Sie ja auch untersucht. Ja, es gibt in Deutschland tatsächlich keinen Vorreiter beim Thema Digitalisierung, weder bei Parteien noch Politikern. Und es ist zwar zu erkennen, dass die Unionsparteien im letzten Jahr leichte Zugewinne gemacht haben beim Thema Digitalkompetenz, allerdings auf einem sehr geringen Niveau. Die Mehrheit der Bevölkerung spricht immer noch allen Parteien kein überzeugendes Konzept zu. Das Gleiche gilt auch für Politiker. Der am besten bewertete Politiker ist Christian Lindner mit 4%. Herr Professor Meißner, als Konsequenz dieser desaströsen Ergebnisse fordern Sie einen Zukunftsplan Digitalisierung für Deutschland. Was sind dafür die konkreten Vorschläge? Wir fordern einen Zukunftsplan Digitalisierung für Deutschland, der sich vor allem auf drei Bereiche fokussiert. Zum einen brauchen wir deutlich mehr Investitionen in digitale Bildung und Unternehmertum. Das zweite ist, dass wir regulatorische Rahmenbedingungen brauchen für den Strukturwandel der Wirtschaft hin zu neuen Technologien und zu neuen Geschäftsmodellen. Und das dritte ist, dass auch der Staat selbst endlich Vorreiter werden muss im Bereich Digitalisierung. Vielen Dank. Danke Ihnen.